Warnung! Systemkerneingriff! Setze den Gaia-Kern ein. Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dran? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend. Endet dann. Ja. Danke. Danke, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Heuristische Matrix initiieren. Okay. Gaia. Hallo, Dr. Sobek. Moment. Scanne Daten. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie, nun ja, dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Mhm. Und sie schläft einfach so?
Ich schlage vor, du erkundest die Anlage, Aloy, bis meine Initialisierung abgeschlossen ist. Ach so, jetzt ist das hier so ein Sternenhimmel, das Ding. Also die Kugel da drunter ist einfach nur ein mächtiger Rechenkern, oder was? Labortäter, ne? Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Ich will mich ein bisschen umsehen. Sogar eine Bar? Sieht wie ein Büro aus. Richtig. In der Anlage waren einige private Büros vorgesehen. Es muss schön sein, einen Raum ganz für sich zu haben. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese Module gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Ach, das weiß Echt ich schon. Schade. Achso, sie hat natürlich alles aus dem Fokus gezogen. Das ist ein bisschen unheimlich, dass du dir halt nicht sagen, oh, duschen, ob die noch gut sind? Also gibt es hier gar keine kleinen Reinigungsmodule? Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Ja, aber besonders viele Betten sind es auch nicht, ne? Küche? Nee, Bad. Also teilweise die Büros sind relativ luxuriös, sind das Gaia? Die hier nicht? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Toll. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Was haben wir hier? Scheint noch ein Büro zu sein. Wenn nie jemand hier war, wer hat das alles gebaut? Gaia. Mit der Hilfe von Maschinen. Ah ja, da geht's raus. Dieser Ort war also die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Aber dafür Warum sind die... Warum denn nicht? Weißt du noch, der Typ, von dem ich erzählt habe? Ted Farrow? Er hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Wissen Sie, das hier noch so halbwegs neu aus, weil das ist halt noch, ne, sagen wir mal so, neueren Datums ist. Ich sehe schon wieder Loot in der Wende. Ich komme nicht ran, oder was? Und doch hier. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Ah ja, wo ich die Tür aufmache, oder? Hier war es voll. Was ist das ganze Zeug? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Ja, ich meine, die Server funktionieren noch. Ich meine, das ist irgendwie ein bisschen Wasser reingetropft. Sieht wie eine Art Lagerraum aus. Wo auch immer, wie auch immer die Bären da reingekommen sind. Das will mir doch gar nicht erzählen, dass hier die Bären, dass das diverses Zeug hier wie so reingekommen ist. Und die Truhen, weil das ist alles so, obwohl das diese komische Lichtdingsbums mit die Ritter Kryptofarm. Ja, tatsächlich war das ja Minervas Aufgabe, ne, die Kryptofarm. Also die Kryptografie zu knacken. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass hier in 3 Minuten die anderen Typen einreiten und die alles kaputt machen. Und dass unsere Freude hier nur kurz hält. Aber eigentlich so warte ich auf den Punkt, an dem ich speichern kann. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. So, rennt hier einfach nur im Kreis rum? Ah ja, hier ist... Ne, ist wahrscheinlich schon draußen, ja. Wo sie dreht gleich völlig durch. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Für Fabrikationsterminal. Ach so, na, wir können jetzt einfach Sachen fabrikieren. Ach so. Was? Überbrücken herstellen? Ach so. Was kostet das? Jetzt, ach, jetzt brauche ich dafür die Teile. Flugkomprimiernerv. Breitschlund-Dings. Guck mal, dieses Reißhorngeweih. Immerhin. Jetzt kann ich die überbrücken. Ist es nicht toll? Dein Plünderer-Radar. Yay. Mu, Tau. Überbrücken verfügbar. Achso, wir haben gerade Tau. Das hier ist die... Gut, ich konnte einige der beschädigten Daten reparieren. Aber für den Rest brauche ich wohl Daten von weiteren Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Ja, wenn nee, du dann fertig bist. Okay, vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Ja, es sieht sich mal nur zu. Aloy, du warst jetzt in allen zugänglichen Räumen der Anlage.
Yay. Das war jetzt nicht so eine Überraschung. Dass, ach, guck mal, jetzt ist das Ding hier hochgefahren. Achso, das ist doch keine Halbkugel. Ich dachte, das irgendwie anders aussieht. Na gut. Hallo, Gaia. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja. Aber... Ja, vor allen Dingen habe ich die große Frage, warum zur Hölle die Untertitel schon wieder diesen komischen Hintergrund haben. Ich habe das da extra ausgeschaltet. Das trägt mich auf. Ich habe das... Untertitel-Hintergrund ist doch aus. Erst habe ich zwei große. Die Fremden? Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Also doch. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. What? Okay, also... Was ist so weit weg und... Warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Fazineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Fazineth? Ja, davon gehe ich aus. Und was wollen die hier? Das ist doch nicht die größere Frage. Es ist ja schön und gut, dass die von Fazineth sind, aber also das, da kommen wir übrigens wieder zu meiner Theorie zurück, dass die halt auch eine Gaia haben wollen. Aber die haben sie jetzt, die hauen die jetzt wieder ab. Das heißt aber, dass in dieser Welt Überlichtgeschwindigkeit schon gelöst war, oder? Weil wenn das 8600 Jahre dauert, ich dachte, das ist 300 Lichtjahre entfernt. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Ugh. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Oh, richtig nah dran. Welch Glück aber und auch. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden.
Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Aether, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Da hängt jetzt übel viel an dieser einen Flasche dran, ne? Die darf ja nicht runterfallen. Ich habe keine Fragen. Verfragen wir die Zenith? Der Plan? Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Farsinet das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Warum so umständlich denn? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten, wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte. Und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen. Nach Warum? Ihren Vorgaben. Dann versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir. Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen, nicht retten. Nicht gut. Aber das klärt aber noch nicht das Warum, verdammt. Wie sind die Nachkommen hergekommen? Ja, wahrscheinlich so, wie sie weggeflogen sind, oder? Du meintest, Sirius ist weit weg von der Erde. 81 Billionen Kilometer. Oder 8,611 Lichtjahre. Genau. Und wie wären die Nachkommen hierher gekommen? Auf einem Raumschiff wie der Odyssee, nur eben weitaus moderner. Die Odyssee hätte von der Erde bis zu Sirius fast 300 Jahre gebraucht. Das hier war wohl deutlich schneller. Wenn ihr Schiff Sirius zeitgleich mit der Übertragung des Ausrottungssignals verließ, dauerte es nur 29 Jahre bei 0,297-facher Lichtgeschwindigkeit. What? Wenn sie aber erst aufbrachen, nachdem sie vom Scheitern des Signals erfuhren, dann war die Reise noch schneller. Mit nur 13 Jahren 0,662-facher Lichtgeschwindigkeit. Gut, das reicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Warte, die Reise für die? Weil dann spielt die Relativität eine Rolle, aber... Hä? Aber wenn das Ding... Sie sagte, dass das der Planet ist 8600 Lichtjahre entfernt. Übersehe ich gerade was? Der Klon? Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon von Elizabeth Sobek. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elizabeth Sobek wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elizabeth Sobeks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine...
Dieser Klon. Wie konnte sie dabei mitmachen? Elizabeths Traum zerstören. Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Acht Lichtjahre. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Achso, 8,6 Lichtjahre. Als Untertanin? Ich glaube nicht. Na gut, dann fliegen sie nicht über Lichtschnell. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel. Und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Also konnte das Signal nur von jemandem stammen, der das System in- und auswendig kennt, richtig? Ja. Das Signal war außergewöhnlich präzise und höchst fortschrittlich. Wären seine Absichten nicht so böse, würde ich den Kopf oder die Köpfe dahinter bewundern. Hä? Jemand, der sich ausgezeichnet damit auskennt? Die gute Vandermeer, die mitgeholfen hat bei dem ganzen Projekt? Weil die war ja anscheinend im Hades-Labor, nicht wahr? Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Vielleicht kann man ihre Schilde irgendwie bezwingen. Ja, das hoffe ich. Sonst werde ich so schnell keine Gefechte gegen sie gewinnen. Aber das... Na gut, sie haben das Signal ja weggeschickt. Wie hat sie das Signal aufgespürt? Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus. Von Silens Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst. 17,22 Jahre. Oh, das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten, 8,6 Lichtjahre entfernt. Bevor Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Moment mal, sie hat astrologische Daten? Wo kommt die denn jetzt her? Also, haben wir jetzt doch noch ein bisschen Rest von Apollo? Die Unterfunktion, die sie entdeckt hat, die fehlenden Unterfunktionen? Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgendwie möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, sie zu finden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Die Station hat also noch Reste von der Datenbank, aber ich denke, sie wurde danach... Achso, ne, doch, ja, aber sie wurde danach gebaut. Andererseits, am ersten Teil wurde ja auch erwähnt, dass Gaia selbst sich für Dinge interessiert. Also Gaia hat dann quasi wahrscheinlich... So eine Sterndatenbank ist wahrscheinlich wesentlich kleiner als die Datenbank der gesamten Menschheit. Wie feierst du es? Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert, aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten.
Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren. Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und Alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren. Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Das, warte, worauf warten, um Hephaestus zu bezwingen? Ja, wahrscheinlich, weil sie mehr Prozessor-Dings braucht. Wenn Hephaestus wirklich so wichtig ist, gibt es dann keinen Weg, ihn zuerst zu holen? Das ist leider völlig unmöglich. In meinem aktuellen Status, verschmolzen mit Minerva, habe ich weniger als ein Fünftel, 18,8% meiner Regelprozessorkapazität. Hephaestus bietet weit mehr. Würden wir unter diesen Umständen eine Verschmelzung versuchen, würde Hephaestus eher mich absorbieren und nicht umgekehrt. Eine Verschmelzung ist erst möglich, wenn meine Prozessordichte seine eigene übersteigt. Wie auch immer das funktionieren soll. Und wie viele Unterfunktionen werden wir dafür brauchen? Alle? Wenn ich Äther, Demeter und Poseidon habe, steigt meine Netzwerkkapazität auf 41,6%. Das ist mehr als Hephaestus hat. Mhm, wo hat er die her? Du meintest, Hephaestus ist nicht nur an einem Ort. Korrekt. Anders als die anderen Unterfunktionen, die an physische Prozessoren gebunden sind, ist Hephaestus im gesamten weltweiten Netzwerk verteilt, das die Brutstätten verbindet. Wenn die Zeit dann also gekommen ist, ihn zu holen, wie stellen wir es an? Ich weiß es nicht. Während du die letzten Unterfunktionen beschaffst, werde ich versuchen, eine Lösung zu finden. Müsste die Super-KI nicht irgendwie schon lange eine Lösung haben? Ich meine, die hat vorhin ja auch was, ja auch innerhalb von einer Sekunde fertig. Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen? Die Nachfahren von Farsinet eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Das klingt fast so gut. Angesichts der Bedrohung durch Far Zenith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau. Das war schnell. Na, die anderen. Die drei Unterfunktionen, die du gefunden hast. Was wissen wir über sie? Alle drei sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle drei wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren atypisch. Menschlich gesagt sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Na super, danke dafür. Haben wir noch mehr Fragen? Fragen, wie sind es? Habe ich noch welche? Achso, die Technologie. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie... Ja, das hatten wir ja schon. Außer Energieschutzfeld, dass sie... Aber halb... Im Lauf wurde hier zum Beispiel ja schon nicht... Warte, 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 ob du noch weißt. Na gut, dann das und Biosphäre. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag
kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser, das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Warum auch immer die scheiß Roboter so wichtig sind. Arr. Na gut, wie viel Zeit haben wir noch? Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Boah, gar kein Stress. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Toll. Naja, jedes bisschen zählt. Ja, dann fangen wir an. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Oh, really? Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Gerade so ironisch. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen 3 Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Muss ich das wählen? Oh, Äther Stufe 17, Poseidon Stufe 22. Ja, wir fangen natürlich mit Äther an. Ich hole mir wohl Äther. Dann lege ich Äther auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Sie wird nicht müde. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Ja, du könntest mir eine moderne Schildweberrüstung bauen. Danke bitte. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Phasinith besiegen, ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich...
Ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Bart? Wow, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Warum haben wir jetzt die Untertitel kein Hintergrund mehr? WTF? Yay, Trophäe erreicht, Basis errichtet. Okay, schön. Wir könnten jetzt hier was machen? Psyklops-Kursion untersuchen? Was Gaia? Zur Hölle? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Psyklops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterungen der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre, käme ich an ihre Daten heran. Ah. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Ja, dann müssen wir wohl Drohnen schnappen. Ich glaube, das ist nicht nur eine Stress beabsichtigt, weil wir sonst die Textbeleuchte gar nicht lesen können. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Ja, das wird total toll. Und Zoe warten am Westausgang auf mich. Beim Fahrstuhl nehme ich an. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Achso. Okay, dann haben wir das Ding, Fabrikationsterminal. Ja, dann gehen wir erstmal nach Osten und gucken uns Rheinklang an, bevor wir hier noch weiter reiten. Weil ich will jetzt eigentlich nochmal mal Schluss machen hier, ne? So, wo ist der Ausgang hier? Ne, hier sind die Umkleiden. Dafür, dass die Anlage übrigens neu ist und eigentlich erst vor 600 Jahren gebaut wurde, sieht die echt ganz schön pottig. Oder hier ist ein Lagerfeuer? Hier ist ein Lagerfeuer? Wie sieht denn das Lagerfeuer aus? Ist das hier das Terminal in der Wand? Also angeblich gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer. Oder ist das Bett? Wo zur Hölle ist hier ein... Also das Spiel hat mir gerade stolz berichtet, dass es hier ein Lagerfeuer gibt. Ich würde ja mal... Zeitlos. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Ja, sicherlich doch, aber kann ich hier so ein... Ach, guck mal, die Betten sind jetzt tatsächlich so ein bisschen beleuchtet. Wo ist denn hier jetzt... Oder kann ich hier genau an eine Zentrale speichern? Also ich meine, das hat doch gerade gesagt, ich habe hier ein Lagerfeuer, oder? Es hat gesagt Lagerfeuer. Und was ist das denn hier? Das ist immer eine Treppe, oder? Aber wo kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier irgendwo speichern? Indem ich mich irgendwie stumpf auf eine Bank setze oder was? Was ist das hier eigentlich? Kann ich die abrufen? Nee. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht irgendwie, dass ich hier so Hologramme von, keine Ahnung, Leuten mir angucken kann. Nö. Also wenn man hier irgendwo speichern kann, das mit Lagerfeuer entdeckt gerade nicht nur irgendwie Quatsch war, dann habe ich keine Ahnung wo. Ich meine, es gibt hier so drei, vier. Wenn du bei den anderen gehst, dann ist da direkt ein Feuer. Na gut, dann machen wir das halt. Achso, wieder hier. Achso, das ist der Ausgang. Ob ich hier auch schnell reinreisen kann? Oder ist das Lagerfeuer, bezieht sich eher darauf, dass ich hier in... Ach ja, okay, hier ist ein Feuer. Juli. Dann machen wir Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao.